Mein Name ist Stefanie Jachl. Ich darf Sie im Namen der Thomas Brenner AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Windows Server 2016 Lizenzierung. Unser Referent ist heute Sven Langenfeld von Microsoft. Bevor wir mit dem Vortrag starten, habe ich noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 45 Minuten, je nach Fragen. Die Fragen können Sie im bekannten Chatfenster stellen, einfach die Frage eintippen und abschicken. Ich werde dann die Frage vorlesen, der Sprecher wird diese gleich beantworten. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich im Chat. Die Aufzeichnung des Webinars werde ich Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Zum Schluss kommt wie gewohnt immer die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Langenfeld. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, heute hier bei Ihnen zu sein, wenn auch auf dem rein virtuellen Weg. Mein Name ist Sven Langenfeld, ich bin Business Development Manager für Windows Server im OEM-Team bei Microsoft in Deutschland und darf jetzt die nächsten 45 Minuten mit Ihnen über das Thema Windows Server 2016 Lizenzierung sprechen. Der Windows Server ist ja jetzt schon seit etwa 2 Monaten im Markt verfügbar. Nachdem er 2 Jahre lang in der Testversion war und von unseren Partnern und Kunden sehr, sehr herbeigesehnt wurde. Deshalb freuen wir uns jetzt alle darüber, dass er endlich verfügbar ist. Die ersten Wochen des Verkaufs waren auch schon sehr erfreulich. Ich kann berichten, dass etwa 2/3 der Windows Server Lizenzen, die wir im November verkauft haben, schon Windows Server 2016 sind. Und bei den Premium Editionen Data Center sind es sogar 85%, die schon auf Windows Server 2016 jetzt umgestellt haben. Mit anderen Worten, das Produkt kommt im Markt sehr, sehr gut an. Allerdings gibt es eben noch ein wenig was zu lernen. Auf der einen Seite zu den ganzen technischen Features. Hier haben wir über den Windows Server Competence Club, auf den komme ich nachher noch kurz zu sprechen, schon 1 Jahr investiert, um die Partner in der Breite zu schulen. Aber auch das Thema Lizenzierung ist von großer Bedeutung, denn wie Sie sicher wissen, die Lizenzierung ist bei Microsoft eine Lizenzierung auf Vertrauensbasis. Also Vertrauen so lange, bis der Prüfer kommt, dann ist halt Schluss mit Vertrauen, dann muss es stimmen. Bei Microsoft ist es leider so, dass nicht alles, was funktioniert, auch zwingend dann schon korrekt lizenziert ist. Und da wird die Lizenzierung mit Windows Server 2016 nochmal fundamental verändert haben im Vergleich zu Windows Server 2012 R2, freut es mich umso mehr, dass Sie heute Vormittag hier sind, um mit mir gemeinsam die Lizenzierung des neuen Betriebssystems zu besprechen. Bevor wir aber auf Windows Server 2016 im Speziellen kommen, möchte ich Ihnen noch ein paar OEM-Lizenzfakten mit auf den Weg geben. Denn Sie wissen ja, Sie haben die Wahl zwischen OEM-Lizenzen oder Volumenlizenzen beim Kauf von Windows Server 2016. Und da gibt es gerade im Umfeld von OEM-Lizenzen doch etliche Gerüchte, die uns hier schon seit Jahren begleiten und die wir immer wieder versuchen, aus den Köpfen unserer Partner und Kunden herauszubekommen. Und das gelingt uns zunehmend immer besser. Und heute möchte ich eben die Chance nutzen, um auch mit Ihnen über Fakten rund um die OEM-Lizenzierung zu sprechen. Fangen wir mal damit an, dass eine OEM-Lizenz im Grunde aus 3 verschiedenen Quellen bezogen werden kann. Einmal aus dem Umfeld DOEM, dann aus dem ROC-Umfeld und dem COEM-Umfeld. DOEM, da steht das D für Direct, sprich ein OEM, der ein direktes Vertragsverhältnis mit Microsoft hat, weil er eben groß genug ist, ausreichend Server herstellt und Serverlizenzen verkauft, bekommt er diesen direkten Vertrag. Dazu zählen eben auch eine Thomas Krenn. Die kaufen die Lizenz direkt bei uns ein, installieren es auf der Hardware vor und verkaufen es als fertige Einheit an den Partner. Dann gibt es das ROC, das Reseller Option Kit. Das ist eine Option für alle unsere direkten OEMs, die einen Großteil ihrer Ware über die Distribution verkaufen.
Und damit die nicht jede Kombinationsmöglichkeit aus Hardware und Software in die Distribution stellen müssen, kann man getrennt Hardware von Software anbieten und über dieses Reseller Option Kit hat der Reseller dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne diese Hardware und separat diese Software kaufen und führe es dann erst später beim Kunden zusammen. Das COEM steht für Channel OEM oder ist besser bekannt als System Builder Lizenz. Die ist für all die OEMs gedacht, die zu klein sind für ein direktes Vertragsverhältnis, trotzdem aber gerne eine günstige OEM-Lizenz auf ihre Server installieren wollen. Die kaufen dann ganz normal über die Distribution eine System Builder Lizenz. Alle drei dieser OEM-Lizenzen haben etwas gemeinsam, und zwar die Endkundennutzungsbedingungen. Egal, ob Sie sich für DOM, ROC oder COM entscheiden, die Endkundennutzungsbedingungen, und das ist das einzig Relevante für den Endkunden, sind in allen Fällen identisch. So, das bedeutet, es spielt aus der Sicht des Kunden überhaupt gar keine Rolle, wofür er sich aus dem OEM-Umfeld entscheidet. Er hat immer dieselben Rechte und Pflichten. Eins dieser Rechte ist zum Beispiel das Thema Downgrade. Hier gibt es viele Gerüchte im Markt, man habe angeblich mit OEM kein oder ein eingeschränktes Downgrade-Recht nur auf die letzten 1-2 Versionen bei Windows Server. Das stimmt so nicht. Bei OEM Windows Server haben Sie ein uneingeschränktes Downgrade-Recht auf jede vorherige Version von Windows Server, genauso wie bei der Volumenlizenz auch. Dann haben Sie auch eine hundertprozentige VM-Portabilität. VM-Portabilität bedeutet, Sie haben mehrere Server, die beispielsweise in einem Verbund sind, ein Cluster, und Sie wollen die virtuellen Maschinen verschieben zwischen diesen einzelnen Knoten. Da ist natürlich wichtig, dass Sie dies dürfen, und das dürfen Sie bei der Volumenlizenz genauso wie bei OEM auch. Bei OEM ist es so, im Gegensatz zu einer Volumenlizenz, dass die Lizenz, wenn sie einmal der Hardware zugewiesen wurde durch das Aufkleben des Echtheitszertifikats, dauerhaft an diese Hardware gebunden ist. Und daraus schließen jetzt einige, dass man dann auch die virtuelle Maschine auf der Hardware nicht auf eine andere Hardware verschieben dürfe. Und das ist eben nicht richtig. Sie dürfen virtuelle Maschinen im Sekundentakt verschieben, wenn Sie das möchten, sofern alle Hosts, auf denen diese virtuelle Maschine betrieben wird, korrekt lizenziert sind, sodass die virtuelle Maschine dort auch betrieben werden darf. Also auch hier kein Unterschied zur Volumenlizenz. Der dritte und letzte Punkt ist das Thema CAL, die Zugriffslizenzen auf Windows Server. Wenn Sie Windows Server 2016 verkaufen, denken Sie bitte daran, auch sofort die Windows Server 2016 CALs anzubieten. Denn diese CALs sind notwendig für den Zugriff. Man kann es vergleichen mit einem Führerschein. Wenn man den nicht hat, darf man kein Auto fahren. Den Führerschein braucht man nur, wenn der Prüfer kommt. Aber er ist eben nicht unbedingt nötig, um den Server zu starten, beziehungsweise um das Auto zu starten, wenn man beim Beispiel des Führerscheins bleibt. Trotzdem wichtig, Windows Server 2016 CALs für jeden Nutzer und oder jedes Gerät, das auf den neuen Server zugreifen. Man braucht diese CALs auch nur einmal für jeden Nutzer, egal wie viele Server im Unternehmen im Einsatz sind. Und Sie sehen schon, wenn die Kunden jetzt umstellen auf Windows Server 2016, dann kaufen sie einmalig für alle Mitarbeiter neue CALs. Also die Chance, jetzt großes Geschäft mit Zugriffslizenzen zu machen, ist so groß wie in Zukunft nicht mehr. Denn wenn ein Unternehmen erstmal ein Windows Server 2016 hat, dann braucht er künftig keine CALs mehr, selbst wenn er sich dann einen zweiten, dritten oder vierten Server kauft. Und wichtig ist hier, dass wir wissen, eine CAL ist eine CAL, egal aus welcher Quelle sie kommt. Ob sie aus Volumenlizenz kommt, aus dem Retail oder aus dem OEM-Umfeld. Egal, ob direkt vom OEM oder über die Distribution. Über die Distribution bei System Builder oder aus den Hardware-Teams. Eine CAL ist eine CAL. Sie unterscheiden sich preislich sehr stark. Eine Volumenlizenz-CAL ist beispielsweise um die 40% teurer als eine OEM-CAL im Durchschnitt, aber auch innerhalb OEM gibt es Unterschiede. Von daher macht es immer Sinn zu schauen, nehme ich OEM-CALs? Ja, warum nicht? Weil sie einfach viel günstiger sind und am Ende sind sie nur ein Stück Papier, was den Zugriff erlaubt. Mehr muss man damit gar nicht machen. Und dabei spielt es auch keine Rolle, von welchem Hersteller die Hardware ist, wie die Software lizenziert wurde, über OEM oder Volumenlizenz, von welchem OEM die Softwarelizenz kommt für das Betriebssystem.
Eine Keil können Sie aus jeder Quelle holen und sie hat den Zugriff auf jeden beliebigen Server, egal wie er lizenziert ist. Also, wenn Sie Keils brauchen, melden Sie sich bei Thomas Grenn, dort kriegen Sie sehr günstige OEM-Keils. Gut, dann legen wir los mit dem Thema Windows Server 2016 Editionen, bevor wir uns nämlich die Lizenzierung... Es ist jetzt gerade eine Frage reingekommen. Ja. Ich würde sie jetzt kurz vorlesen. Ist das mit den CALS schon immer so, auch bei Server 2012 R2, oder ist dieses System mit CALS neu? Das mit den CALS ist schon immer so. Eine CAL ist eine CAL, egal aus welchem Umfeld sie kommt, und erlaubt jeweils den Zugriff auf jeden x-beliebigen Windows-Server, egal wie dieser lizenziert ist. Sie können innerhalb der Lizenzmodelle, Volumenlizenz, OEM und so weiter hin und her springen, was die CALS angeht. Ich verwende sehr gerne das Beispiel mit dem Führerschein. Auch hier spielt es keine Rolle, ob Sie den Führerschein in Hamburg, Berlin oder Stuttgart gemacht haben. Sie dürfen damit natürlich auch in Frankfurt fahren. Und genauso ist es hier auch. Man muss sich immer mal vorstellen, ein Kunde hätte vielleicht 5 verschiedene Server von 5 verschiedenen Herstellern und den einen hätte er mit Thomas Grenn Software lizenziert, den anderen mit HPE, den anderen mit Lenovo, einen mit Dell und einen vielleicht mit der Volumenlizenz. Wenn jetzt die CALS eines bestimmten Anbieters nicht den Zugriff auf alle Windows Server erlauben würden, dann würde so ein Kunde im Grunde für jeden Server eine einzelne CAL benötigen. Und das ist eben nicht der Fall. Er braucht die CAL nur für die Person und nicht für jeden Server. Und von daher greifen Sie bitte auf die günstigsten Lizenzen zu, die Sie kriegen können. Und die sind nun mal aus dem OEM-Umfeld zu beziehen. So, jetzt schauen wir uns mal die Windows Server 2016 Editionen an. Diejenigen von Ihnen, die den Foundation Server verkaufen, also die ein Server... Jetzt muss ich noch mal kurz unterbrechen. Es wäre jetzt noch eine Frage dazu. Es gibt aber weiterhin einen Unterschied zwischen User- und Geräte-Calls oder besteht dieser Unterschied nicht mehr? Doch, doch. Es gibt nach wie vor User-Calls, es gibt nach wie vor Device-Calls und wenn Sie einem Nutzer eine Call kaufen, dann darf er über beliebig viele Geräte auf Windows Server zugreifen. Wenn Sie eine Device-Call kaufen, dann wird die einem bestimmten Gerät zugewiesen und dann dürfen beliebige Personen über dieses Gerät zugreifen. Das ist genauso wie bei Windows Server 2012 R2 und vorherigen Versionen, da ändert sich gar nichts. Gut, zurück zu den Editionen. Wir haben den Foundation Server. Nicht mehr unter Windows Server 2016. Das war ja unser Einstiegsserver, eine Ein-Server-Lösung mit maximal einem Prozessor und limitiert auf 15 User. So, mit Windows Server 2016 ist dieses Produkt verschwunden. Wir haben aber den Windows Server 2012 R2 voraussichtlich noch bis Ende nächsten Kalenderjahres. Also diejenigen unter Ihnen, die den Foundation Server gerne weiterhin verkaufen, müssen hier auf die Version 2012 R2 noch zurückgreifen. Unter Windows Server 2016 ist der Essential Server der Einstiegsserver. Er ist preislich auch etwas günstiger geworden als in der letzten Version, hat sich im Grunde hier ein Stück dem Foundation angenähert. Ansonsten ist er in der Lizenzierung genauso zu betrachten wie vorher auch. Deshalb gehen wir hier im Detail gar nicht drauf ein. Es ist also nach wie vor eine Ein-Server-Lösung, eine Software zu einem physischen Server, der darf maximal 2 Prozessoren haben. Das Ganze ist limitiert auf 25 Nutzer und 50 Devices. Sie benötigen keine Server-Calls für den Essentials Server, weil die Nutzungsbedingungen für diesen Server in der Essentials Lizenz integriert ist. Wichtig ist nur, dass diese 25 Nutzungsrechte und 50 Device-Nutzungsrechte sich ausschließlich auf den Essentials Server beziehen und keine eigenständigen Calls sind, die man übertragen darf, zum Beispiel auf ein Standard- oder Data-Center. Dann gibt es auf der rechten Seite noch den Storage-Server. Auch das ist eine vorinstallierte Storage-Lösung. Heute konzentrieren wir uns aber auf unsere Haupteditionen Standard- und Data-Center, die Sie in der Mitte sehen. Mit Windows Server 2008 und 8R2 hatten wir noch die Situation, dass die Editionen Standard, Enterprise und Data Center unterschiedlich waren in den Features. Man musste also ganz genau wissen, welches Feature will ich. Wenn ich zum Beispiel ein Cluster bauen wollte, ging das nicht mit dem Standard-Server, dann musste ich auf jeden Fall schon mal den Enterprise-Server mindestens nehmen oder den Data Center. Mit Windows Server 2012 hatten wir dann eine Feature
Gleichheit eingeführt. Bei Standard und Data Center gab es keine Unterschiede. Die Unterschiede lagen ausschließlich in den Virtualisierungsrechten. So ein Data Center durfte beliebig viele VMs auf dem Host betreiben, ein Standard Server nur zwei. Jetzt mit Windows Server 2016 führen wir wieder Unterschiede ein. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, gerne. Und zwar sieht jeder das Bild, wenn Sie mir kurz im Chat schreiben könnten, weil ein Teilnehmer hat ein Problem, dass er das Bild nicht sieht. Vielleicht können die Teilnehmer mal kurz schreiben, wenn sie das Bild nicht sehen. Ah, es schreibt jetzt gerade einer ohne Probleme. Okay, danke. Okay. So, was jetzt aber passiert ist, wir haben wieder Unterschiede zwischen Standard und Data Center. Allerdings ist es nicht so, dass der Standard schwächer geworden ist als vorher. Ganz im Gegenteil, der Standard hat bestehende Features verbessert bekommen, hat neue hinzuerhalten, aber der Data Center hat einfach noch mehr dazu bekommen. Und so gibt es bestimmte Funktionalitäten, die Sie in der Mitte ganz unten in dunkelblau sehen, sowas wie Storage Spaces Direct oder Shielded VMs, Host Guardian Services, das sind einfach Lösungen, die Sie ausschließlich in der Data Center Edition finden. Alles andere finden Sie sowohl in Standard als auch Data Center. Sowas wie zum Beispiel die neuen Container. Wir werden heute nicht auf die Technologie von Containern eingehen können, aber Container können Sie sowohl mit Standard als auch mit Data Center Edition betreiben. Und auch die Deployment-Version Nano-Server, also im Grunde ein voll funktionsfähiger Windows-Server in einer ausgesprochen schlanken Version, können Sie sowohl mit Standard als auch mit Data Center deployen. Allerdings erwähne ich jetzt hauptsächlich den Nano-Server deshalb, weil der Nano-Server nur dann genutzt werden darf, wenn der Kunde zusätzlich zu seiner Windows-Server-Lizenz auch eine Software-Assurance hat. Und Software Assurance ist ja ein Produkt aus der Volumenlizenz, kann man aber auch für OEM-Lizenzen erwerben. Und da gehen wir dann später auch nochmal drauf ein, denn das wird immer wichtiger, dass Sie sich mit dem Thema Software Assurance beschäftigen, wenn Sie OEM Windows Server Lizenzen kaufen, weil beispielsweise, wie jetzt im Falle des Nano-Servers, eine Software Assurance hier zwingend nötig ist. So, jetzt gehen wir mal rein in das Lizenzmodell Windows Server 2016. Bevor wir uns 2016 anschauen, nochmal einen Blick zurück auf 2012 R2 Standard. Stellen Sie sich vor, diese grüne gestrichelte Linie hier wäre eine Zwei-Prozessor-Maschine. Und Sie wissen ja, mit Windows Server 2012 R2 Standard wurde im Grunde die Hardware immer so lizenziert, dass man gesagt hat, eine Standard- oder Data Center-Lizenz lizenziert zwei Prozessoren auf der Hardware. So, bei einer Zwei-Prozessoren-Maschine brauchten wir also in diesem Beispiel eine Standard-Lizenz. Und jetzt hat jede Standard-Lizenz auch automatisch zwei VM-Rechte beinhaltet. Somit konnte der Kunde jetzt durch seine eine Standard-Lizenz zwei VMs betreiben. Jetzt wollte er aber eine dritte und vierte VM, also hat er einfach eine zweite Standardlizenz diesem Server zugewiesen und konnte so von 2 auf 4, auf 6, auf 8 beliebig die VM-Rechte steigern, solange bis irgendwann ein Data Center eben günstiger gewesen wäre und er von Anfang an vielleicht auf Data Center gegangen wäre. Stellen wir uns jetzt mal vor, der Kunde hat eine 4-Prozessor-Maschine. Dann hätte er von Anfang an zwei Standardlizenzen gebraucht, weil ja jede Standardlizenz nur zwei Prozessoren lizenziert. Der Kunde hätte dann aber durch diese zwei Standardlizenzen automatisch auch vier VM-Rechte gehabt, weil ja jede Standardlizenz zwei VM-Rechte beinhaltete. So, und das ist etwas, was sich ändern wird mit Windows Server 2016. Da gibt es nämlich keine Windows Server Lizenz mehr, die zwei VM-Rechte beinhaltet, sondern wir stellen um auf Kerne und nicht mehr auf Prozessorpaare. Und Sie haben erst dann mit Standard zwei VM-Rechte, wenn die gesamte Hardware lizenziert ist. Also um bei dem Beispiel hier nochmal mit den Prozessoren zu bleiben, wenn Sie zwei Prozessoren haben, hätten Sie eine Standard gebraucht, hätten Sie quasi zwei VM-Rechte. Bei vier Prozessoren, zwei Standard, hätten Sie vier VM-Rechte gehabt. Unter Windows Server 2016 haben Sie, egal wie viele Prozessoren Sie hier lizenzieren müssten, immer nur zwei VM-Rechte gehabt, weil erst nach der kompletten Lizenzierung der Hardware zwei VM-Rechte entstehen und nicht vorher. Wir schauen uns das aber gleich nochmal im Detail an.
Also ich hatte schon erwähnt, Windows Server 2016 geht weg von der reinen Prozessorbetrachtung hin auf die Prozessor-mal-Kerne-Betrachtung. Wir werden also künftig nicht mehr die Frage hören, wie viele Lizenzen Windows Server brauche ich, weil diese Frage künftig keinen Sinn mehr macht, sondern wir werden die Frage hören, wie viele Kerne muss ich denn künftig lizenzieren. Und das errechne ich einfach, indem ich die Anzahl der Prozessoren mal der Anzahl der Kerne auf dem physischen Server multipliziere. Und hier gibt es aber Regeln zu beachten und die schauen wir uns mal an. Die Regel Nummer 1 besagt, dass jeder physische Prozessor mit mindestens 8 Kernen gezählt wird. Wenn Sie also die Rechnung aufmachen, Prozessoren mal Kerne, beachten Sie bitte, dass auf der Seite Kerne mindestens eine 8 steht. Haben Sie eine 4-Kerne-Prozessorlösung, kein Problem, dann ändern Sie aber die 4 in eine 8 und multiplizieren die 8 mal Prozessoren. Das ist die Regel Nummer 1. Die Regel Nummer 2 sagt, dass jeder physische Server mit mindestens 16 Kernen lizenziert werden muss. Wenn also die Regel Nummer 1 beachtet wurde und Sie dann Prozessoren mal Kerne multiplizieren und da kommt eine Zahl raus, die kleiner als 16 ist, dann müssen Sie auf 16 aufrunden. Denn 16 ist das Minimum, was Sie lizenzieren müssen. Und diese 16 Kerne kosten auch das gleiche wie heute eine Standard- oder Datacenter-Lizenz unter Windows Server 2012 R2. Und auch heute bei Windows Server 2012 R2 ist es ja so, dass Sie 2 Prozessoren lizenzieren pro Lizenz, auch wenn Sie nur eine Einprozessormaschine haben. Also von daher ändert sich hier nichts, nur die Währung ist einfach eine andere. Und die Regel Nummer 3 sagt, um lizenzkonform zu sein, müssen alle physischen aktiven Kerne lizenziert werden. Das bedeutet jetzt, also es müssen physische Kerne sein, so zu der Frage, was ist mit Hyperthreading oder solchen Technologien, spielt keine Rolle. Physische Kerne auf der Hardware und aktiv müssen sie sein. Wenn Sie sie also im BIOS deaktiviert haben, brauchen Sie sie nicht lizenzieren. Sind sie aber physisch, sind sie aktiv, müssen sie lizenziert werden. Wenn jetzt alle Kerne nach den Regeln 1 bis 2 lizenziert wurden mit Data Center, dann haben Sie jetzt beliebig viele VM-Rechte auf diesem Blech. Haben Sie alle Kerne nach den Regeln 1 und 2 lizenziert mit Standard, dann haben Sie 2 VM-Rechte und nicht mehr und nicht weniger, unabhängig davon, wie das Ergebnis Ihrer Rechnung gewesen ist. Wir schauen uns das jetzt mal an 3 Beispielen an. Beispiel Nummer 1 betrifft Regel Nummer 1. Wir haben hier einen physischen Server mit 2 Prozessoren, jeweils 4 Kernen. Die Regel Nummer 1 sagt ja, dass jeder Prozessor mit mindestens 8 Kernen gewertet wird. Wir rechnen also nicht 2 mal 4, sondern 2 mal 8 und kommen auf das Ergebnis, 16 Kerne wäre hier die richtige Lizenzierung. Da 16 Kerne dasselbe kosten wie bisher eine Standard- oder Datacenter-Lizenz, ändert sich also hier im Preis auch gar nichts. Regel Nummer 2, Beispiel Nummer 2. Wir haben einen Server, einen Prozessor, 8 Kerne. Hier rechnen wir 1 mal 8 ist 8, aber Regel Nummer 2 sagt, wenn das Ergebnis kleiner als 16 ist, dann müssen wir auf 16 erhöhen. Also das tun wir hier und das wäre auch ein typisches Beispiel für eine heute 16, für eine heute Einprozessormaschine müssen Sie auch 2 Prozessoren lizenzieren. Also auch hier ändert sich nichts. Regel Nummer 3, Beispiel Nummer 3, der physische Server hat diesmal 2 Prozessoren und 12 Kerne. Wir rechnen also, 2 mal 12 ist 24. 24 Kerne muss ich jetzt dieser Hardware zuweisen. Habe ich das mit Data Center getan? Habe ich jetzt unlimitierte Virtualisierungsrechte für Windows Server Instanzen auf diesem Blech? Habe ich es mit Standard getan? Habe ich jetzt 2 VM-Rechte? Habe ich eine 16-Kerne-Lösung mit 4 Prozessoren, da muss ich 4 mal 16 rechnen. Und das Ergebnis muss ich dann dem Server zuweisen. Und auch dann habe ich mit Standard erst 2 VM-Rechte. Sie merken also schon, 2 VM-Rechte bei Standard sind nicht in 16 Kernen oder dergleichen enthalten, sondern entstehen erst dann, wenn das gesamte Blech lizenziert wurde. Kommen wir nämlich dann zur vierten Regel, die besagt, wenn Sie mit Standard lizenzieren
und zusätzliche VM-Rechte haben wollen, dann müssen Sie das gesamte Blech erneut lizenzieren. Um also bei diesem Beispiel zu bleiben, 2 × 12 sind 24 Kerne, 24 Kerne stehen für 2 VMs. Will der Kunde 4 VMs, muss er nochmal 24 Kerne hinzufügen und will er eine weitere VM, muss er nochmal 24 Kerne hinzufügen. Es geht nur in 2 VM-Schritten und es muss immer die gesamte Hardware erneut lizenziert werden. Und da sich das alles nicht so leicht merken lässt, haben wir Ihnen einige Dokumente zur Hilfe erstellt. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel einen Screenshot des Windows Server Competence Club Portals. Der Windows Server Competence Club ist eine Initiative, die ich zusammen mit dem Trainer Manfred Helber vor knapp 4 Jahren gegründet habe. Es ist eine absolut kostenlose Wissenscommunity und wenn Sie auf die Webseite windows-server-competence-club.de gehen, dann sehen Sie hier diese Webseite und finden rechts den Menüpunkt Lizenzkonfigurator. Und wenn Sie dort draufklicken, dann sieht es genauso aus. Sie sehen also hier auf der linken Seite die 4 Regeln nochmal ganz kurz beschrieben. Aber auf der rechten Seite, das ist viel wichtiger, geben Sie einfach ein, es sind jetzt wieder Fragen reingekommen. Wenn ich eine Maschine mit 2 CPUs mit je 20 Kernen habe und lizenziere diese mit Windows 2016 Data Center, kann ich darauf dann beliebig viele Windows VMs auf einem Hyper-V betreiben, ohne weitere Lizenzen zu erwerben oder benötige ich für die VMs dann eigene Lizenzen? Nein, es ist immer so, dass Sie bei Windows Server das Blech lizenzieren. Und daraus ergibt sich dann ein Recht, wie viel VMs Sie auf diesem Blech lizenzieren dürfen. Wenn Sie also das Beispiel haben mit 2 Prozessoren, 20 Kerne, haben Sie 40 Kerne in Summe. Wenn Sie 40 Kerne Data Center Lizenz diesem Server zuweisen, dürfen Sie jetzt auf dem Blech beliebig viele Windows Server Instanzen betreiben. Die einzelne Instanz muss nicht lizenziert werden, weil das haben Sie ja durch die Data Center Lizenz getan. Sie dürfen auch durch das uneingeschränkte Downgrade-Recht in jeder einzelnen virtuellen Maschine eine andere Version oder Edition von Windows Server einsetzen, so wie Sie das möchten. Also von daher, einmal das Blech lizenziert, dürfen Sie auf diesem Blech tun, was immer Sie wollen. Wenn Sie aber diese virtuellen Maschinen auf ein anderes Blech transferieren, zum Beispiel zum Lastenausgleich oder weil der Server gewartet werden muss, dann muss sichergestellt sein, dass auch dieser andere Server über ausreichend Lizenzierung verfügt, dass Sie die Anzahl der virtuellen Maschinen auf diesem anderen Server auch ausführen dürfen. Wir hätten noch ein paar Fragen und zwar gilt dieses VM-Modell, wenn der Hypervisor KVM oder VMware ist und nicht der Microsoft-Eigener. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wo der Hypervisor herkommt, weil Sie immer Windows Server Instanzen auf dem Blech lizenzieren. Ob jetzt die Virtualisierung mit Hyper-V oder einer VMware oder sonstigen Lösung passiert, spielt aus der Windows Server Lizenzierungsperspektive keine Rolle. Der Hyper-V ist eine kostenlose Lösung, die in Windows Server integriert ist. Wenn Sie also ohnehin eine Windows Server Lizenz erwerben, macht es durchaus Sinn, den integrierten Hyper-V und die damit verbundenen Features einfach kostenlos mitzunutzen. Aber wenn Sie sich für eine alternative Lösung entscheiden, haben Sie dadurch aus der Microsoft-Perspektive keine Mehr- oder Minderkosten. Und noch eine Frage, wie sieht es mit rein virtuellen Windows Server 2016 Systemen auf einem KVM-basierten Hypervisor aus? Das ist im Grunde die gleiche Frage, nur anders formuliert. Auch hier gilt, wenn das ein Server ist, der mit einer anderen Nicht-Windows-Server Struktur betrieben wird, sobald Sie auf einem Blech eine einzige Windows Server Instanz betreiben. Also gehen wir mal davon aus, Sie nehmen eine VMware oder sonstige Lösung, Sie haben nur Linux Instanzen auf dem gesamten Blech beispielsweise laufen und Sie wollen eine einzige virtuelle Maschine betreiben, in der Sie beispielsweise einen Exchange Server haben. Dann müssen Sie, um diese eine virtuelle Maschine betreiben zu dürfen, das gesamte Blech mit Standard lizenzieren.
Sollten Sie also eine 4-Prozessor-Maschine mit jeweils 20 Kernen haben, dann müssten Sie 80 Kerne lizenzieren mit Standard, um diesen einen Essential Server daraus ausführen zu lassen. In solchen Szenarien würde es definitiv Sinn machen, den Exchange Server, ich sagte gerade Essentials, den Exchange Server auf einer separaten Hardware zu betreiben oder als reine Cloud-Lösung zu nutzen. Aber es spielt am Ende keine Rolle, was für eine Virtualisierungslösung Sie benutzen. Sie lizenzieren immer die virtuellen Instanzen. Eine Frage hätten wir noch. Gilt die Virtualisierungslizenz auch für Windows Client OS, zum Beispiel Windows 7? Windows 7 oder andere virtualisierte Dinge haben nichts mit der Windows Server Lizenzierung zu tun. Das heißt, aus der Sicht von Windows Server ist es völlig egal, ob Sie Linux-Instanzen oder Windows Client-Instanzen lizenzieren. Das spielt aus der Windows Server Lizenz keine Rolle. Sie müssen halt hier nur beachten, ob Sie die Rechte haben, dieses Windows 7 auf dem Server als virtuelle Maschine zu betreiben. Aber das ist eine Frage der Windows 7 Lizenzierungsrechte und nicht der Windows Server Lizenzierungsrechte. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise 10 virtuelle Clients auf dem Host betreiben, müssen Sie die aus der Windows Server Lizenzierungssicht nicht als virtuelle Maschine lizenzieren. Sie lizenzieren nur virtuelle Windows Server Instanzen. Genau, und deshalb steht auch hier auf diesem Lizenzkonfigurator dann auf der rechten Seite in der dritten Zeile maximale Anzahl gleichzeitig laufender, physischer oder virtueller Windows Server Instanzen auf dem Host, weil genau um die geht es, um physische oder virtuelle Windows Server Instanzen auf dem Host. Und wenn Sie das alles eingegeben haben, geben Sie auf Neu berechnen und der Kalkulator sagt Ihnen, wie viele Kerne Sie mit der Standard-Edition oder wie viele Kerne Sie mit der Data Center-Edition lizenzieren müssten. Sie haben auch oben rechts im Bild zum Beispiel ein Windows Server Booklet, das ich gemeinsam mit dem Manfred Helber erstellt habe. Das können Sie sich downloaden, wenn Sie hier unten rechts dann auf diesen roten Button Download ausführliches Lizenzierungsdokument klicken. Dann lädt sich automatisch dieses Dokument runter. Hier wird Ihnen auf 29 Seiten Windows Server 2016 die neuen Features, die Lizenzierung, alles was es zu wissen gibt, auf eine leicht zu verstehende Weise präsentiert. Und ganz unten rechts sehen Sie den Kali Clever. Das ist unser kleiner digitaler Freund. Den finden Sie auch oben in der Menüleiste, ziemlich in der Mitte. Kali Clever. Da gibt es drei verschiedene Videos, wo Ihnen Kali in 3 bis 4 Minuten unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel die Windows Server 2016 Lizenzierung, ganz einfach verständlich nochmal erklärt. Also schauen Sie da einfach mal rein. Auch das Thema Link and Learn oben in der Menüleiste. Das sind Webcasts, die wir vom Windows Server Kompetenz Club zu allen Features rund um Windows Server, zu Azure Themen, Office 365 Themen immer wieder anbieten. Da haben wir aktuell ein Portfolio drin bis, ich meine, April nächsten Jahres und das wird ständig erweitert. Also hier eine ganz gute Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Im Bereich Events finden Sie unsere Veranstaltungen, die wir machen. Hier sind wir zum Beispiel im Januar, Februar unterwegs in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart zu dem Thema modernes Arbeiten in einer hybriden Welt. Da machen wir unsere Kinotour. Für Sie vielleicht auch noch relevant, rechts oben der Projektsupport, links vom Lizenzkonfigurator. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenn Sie Fehlermeldungen haben, wenn Sie überhaupt nicht weiterkommen, können Sie als registriertes Mitglied, und die Mitgliedschaft ist absolut kostenlos, den Projektsupport nutzen. Da landet dann eine E-Mail direkt bei Manfred Helber und innerhalb von 24 Stunden hilft er Ihnen dabei, Ihre Schwierigkeiten zu lösen. Jetzt habe ich hier unten... Wir hätten noch eine Frage reinbekommen. Dann los. Zählt die Hyper-V-Instanz auch als physikalische virtuelle Instanz, sprich in diesem Beispiel dann einmal Hyper-V plus 7-mal Windows Server VMs? Der Hyper-V selbst ist keine Instanz. Wenn Sie auf dem Blech Hyper-V installieren und keine Serverrollen ausführen,
also im Grunde das Blech nur als Virtualisierungsebene nutzen, dann haben Sie die vollen 8 VM-Rechte. Sollten Sie aber auf dem Host auch Serverdienste ausführen, dann verlieren Sie ein VM-Recht. Gibt es weitere Fragen? Aktuell nicht. Gut, dann machen wir weiter mit dem, was ich gelb eingekringelt habe. Sorry, jetzt ist gerade noch eine reingekommen. Okay. Eine physikalische Instanz, in der mehr als nur der Hyper-V läuft, darin eine virtuelle Instanz, ist dieses Szenario in der Standard-Edition möglich? Absolut. Sie können kombinieren eine physische und eine virtuelle Instanz auf Windows Server. Ich würde sagen, jetzt schließen wir erstmal die Fragen dann am Ende an, weil ich bin jetzt fast schon durch und dann machen wir die Fragen dann am Ende kumuliert. Ich habe hier gelb eingekreist die Art und Weise, wie Sie Windows Server 2016 Lizenzen erwerben können. Wenn Sie sich also für eine Volumenlizenz entscheiden, dann ist es relativ einfach. Sie rufen beim Distributor an und sagen, ich brauche 24 Kerne und dann kriegen Sie 24 Kerne. In Zweierschritten können Sie die erwerben. Bei OEM funktioniert das anders. Da gibt es im Grunde fertige Lizenzpapiere und die haben folgende Eigenschaften und Größen. Sie haben auf der einen Seite die Basislizenz und die Basislizenz ist wichtig, die brauchen Sie mindestens immer bei jedem physischen Server. Sie können nicht nur mit Zusatzlizenzen lizenzieren, eine Basislizenz ist wichtig, denn diese Basislizenz enthält auch den Datenträger, das Echtheitszertifikat, das auf die Hardware aufgeklebt werden muss und den Key enthält und ein entsprechendes Lizenzpapier. Und diese Basislizenz kriegen Sie in den Größen 16 oder 24 Kerne. Und dann gibt es noch Zusatzlizenzen zum Auffüllen des Lizenzbedarfs, falls diese 16 oder 24 Kerne nicht ausreichen, zusätzliche virtuelle Maschinen betrieben werden sollen etc. pp. Diese Zusatzlizenzen haben keinen Datenträger mehr. Es ist auch kein Key mehr dabei und auch kein Echtheitszertifikat, das an die Hardware geklebt werden muss. Es ist nur ein Lizenzpapier, was im Grunde die Basislizenz erweitert. Und diese Zusatzlizenzen gibt es in den Größen 2, 4 und 16 Kerne. Und auf die Art und Weise können Sie sich jetzt Ihren Bedarf entsprechend zusammenstellen. Wenn Sie also hier dieses Beispiel in dem Lizenzkonfigurator oben nehmen und sagen, Sie haben hier Data Center 48 Kerne, dann würde ich halt sagen, dann kaufen Sie sich 24 Kerne Basislizenz und vielleicht nochmal eine 24 Kerne Basislizenz, dann haben Sie schon die 48 Kerne. Sie können also mehrere Basislizenzen gerne kombinieren, hätten in diesem Fall aber zwei Echtheitszertifikate aufzukleben. Wenn Sie sagen, das will ich nicht, ich will nur ein Echtheitszertifikat, würden Sie halt 24 Kerne Basislizenz kaufen plus 16 Kerne Zusatzlizenz und 2x4 Kerne Zusatzlizenz, um so auf die 48 Kerne zu kommen. Jetzt kommt hin und wieder die Frage, was kosten denn 2 Kerne oder 4 Kerne? Also 2 Kerne kosten ein Achtel von 16 Kernen. Jeder Kern hat im Grunde einen spezifischen Preis, den Microsoft erhebt und je mehr Kerne Sie haben, haben Sie diesen Preis eben mal Anzahl der Kerne. Preisunterschiede zwischen den einzelnen Lizenzpaketen kommen höchstens daher, weil der Replikator, der für unsere OEMs diese Lizenzpapiere erstellt, eine gewisse Gebühr erhebt pro Lizenzpapier. Und von daher ist es eben sinnvoll, dass wenn Sie zum Beispiel 192 Kerne, um hier dieses Standardbeispiel mal zu nehmen, brauchen, die Pakete so wählen, dass Sie die größtmöglichen Einheiten haben, sodass diese Stückkosten so wenig wie möglich anfallen. Aber ansonsten sind also keine Unterschiede zwischen Basis- oder Zusatzlizenz, zwischen den Zweier- oder den 16er Kernen, abgesehen von diesen Stückkosten. So, und dann kommen wir schon zu meiner letzten Seite, bevor wir dann nochmal die Fragen uns anschauen. Nämlich hatte ich ja erwähnt, der Nano-Server ist eins der Features, die jetzt mit dem neuen Server hinzugekommen sind und die dürfen Sie nur ausführen, wenn der Kunde zusätzlich eine Software Assurance hat. Und deshalb sprechen wir jetzt mal über das Thema OEM plus Software Assurance. Dieses Dokument finden Sie auch im Windows Server Kompetenz Club Portal im Bereich Dokumente und dort im Bereich Windows Server 2016.
Ansonsten sind alle diejenigen, die sich im Club registriert haben, in der Situation, dass sie etwa alle 14 Tage von mir persönlich einen Newsletter bekommen, von meinem Microsoft-E-Mail-Account, wo ich sie über neue Tools, über neue Events oder neue Dokumente informiere. Und da haben sie dann auch meine E-Mail-Adresse und können sich dann jederzeit auch an mich wenden, wenn ihnen irgendein Dokument fehlt oder sie nicht wissen, wo sie es finden. Und dieses Dokument gibt es auch. Das hat in der Mitte noch eine Menge Text. Den haben wir jetzt hier nicht abgebildet. Das ist das, was ich Ihnen jetzt erzähle. Wenn Ihr Kunde Nano-Server nutzen möchte oder aus anderen Gründen eine Software Assurance haben möchte, dann geht das auch mit OEM. OEM hat keine Software Assurance im Portfolio. Sie kriegen das nur über die Volumenlizenz. Aber Sie dürfen bei OEM-Lizenzen bis zu 90 Tage nach Kauf, und hier gilt das Rechnungsdatum des Resellers an den Endkunden, eine Software schon zu dieser OEM-Lizenz erwerben. Dazu wenden Sie sich dann an einen Partner, der Volumenlizenzen, Open-Lizenzen verkauft, und der kann Ihnen dann eine Software Assurance anbieten zu Ihrer OEM-Lizenz. Und Sie sehen hier unten rechts in dem grauen Feld die Windows Server 2016 Editionen, und rechts davon sehen Sie die Artikelnummern der Software Assurance. Diese Software Assurance ist da angegeben zum Beispiel in zwei Kerne. Wenn Sie jetzt beispielsweise 24 Kerne Windows Server lizenziert haben, dann müssen Sie auch 24 Kerne Software Assurance erwerben, also diese Artikelnummer quasi 12-mal bestellen. Sie kriegen zwar dann nur ein Lizenzpapier, aber eben den 12-fachen Preis. Also lassen Sie sich nicht durch den sehr günstigen Preis der Software Assurance in den Bestellsystemen irritieren. Dieser Preis gilt für zwei Kerne und ist nicht der Preis der gesamten Software Assurance für die Gesamtlösung. So, jetzt haben Sie innerhalb der 90 Tage die Möglichkeit, eine Software Assurance zu erwerben. Dazu gehen Sie zu dem Kollegen, der Open-Lizenzen verkauft. Wenn Sie jetzt diese Software Assurance haben, dann wird aus der OEM-Lizenz dauerhaft eine Volumenlizenz. Auch wenn die Software Assurance nach 2 Jahren nicht verlängert wird, behält die Windows Server-Lizenz das Recht der Volumenlizenzen. Sprich, Sie haben immer Zugriff auf das VLSC, das Volume Licensing Service Center, wo Sie sich Bits and Bytes runterladen können, zum Beispiel fürs Downgrade sehr nützlich, wo Sie sich Keys runterladen können und all diese Dinge. Sie haben dauerhaftes Recht, die Lizenz alle 90 Tage einem neuen physischen Server zuzuweisen. Denn das ist das einzige rechtliche Unterschied in Deutschland, wo Sie im Grunde OEM-Lizenzen ja auch ohne Hardware handeln dürfen und auch auf bestehende Hardware zuweisen dürfen, gibt es aber immer noch diesen einen Unterschied. Eine OEM-Lizenz ist nach der Zuweisung dauerhaft gebunden. Eine Volumenlizenz dürfen Sie alle 90 Tage einem neuen Host zuweisen. Wenn Sie jetzt zu der OEM-Lizenz eine Software Assurance hinzugekauft haben, wird aus der eine Volumenlizenz, und Sie haben auch für die OEM-Lizenz ein 90-Tage-Neuzuweisungsrecht auf neue Hardware. Die Software-Lizenz geht also nicht verloren, wenn die Hardware ausgetauscht wird. So, das bleibt also so. Und sollte dann irgendwann mal ein Windows Server 2016 Release 2 oder dergleichen kommen, dann haben Sie durch Software Assurance natürlich auch das Recht, dann die neuesten Versionen während der Laufzeit der Software Assurance gekommen sind, auszuführen. Also lassen Sie sich bitte nicht irritieren, wenn Sie Software Assurance brauchen, müssen Sie nicht auf die günstigen OEM-Lizenzen verzichten. Ganz im Gegenteil, wenn Sie Software Assurance brauchen, empfiehlt es sich grundsätzlich OEM-Lizenzen als Basis zu nehmen, weil ja das Ergebnis Lizenz plus Software Assurance identisch ist bei OEM oder Volumenlizenz. Die Software Assurance kostet im Anteil immer dasselbe, egal ob sie einer OEM oder Volumenlizenz zugewiesen wird. Und da das Ergebnis identisch ist, macht es natürlich Sinn, die Basislizenz immer aus dem OEM-Umfeld zu nehmen. Und auch hier spielt es keine Rolle, ob das OEM, ob die OEM-Lizenz aus dem DOEM, aus dem ROC oder aus dem System Builder-Lizenzbereich kommt. Auch hier keinerlei Unterschiede. Gut, dann wären wir durch und jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Fragen. Es sind einige Fragen reingekommen. Ich fange jetzt einfach mit der ersten an. Wir haben über das Microsoft Action Pack 16 Windows Server 2016 Lizenzen für interne Nutzung zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Wie viele Kerne sind damit lizenziert?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil ich den konkreten Wortlaut nicht kenne. Denn im Grunde ist es so, dass wir bei Windows Server 2016 nicht mehr über Lizenzen, sondern über Kerne sprechen. Also wenn Ihnen 16 Kerne geschenkt wurden über das Action Pack, dann haben Sie 16 Kerne. Wenn da tatsächlich steht 16 Lizenzen, dann müsste man im Kleingedruckten mal nachschauen, was unter Lizenz dabei steht. Vielleicht haben Sie über die Action Pack Subscription die Möglichkeit, die für jeden beliebigen Server auszuführen. Das müsste man nochmal im Detail hinterfragen. Hier bietet es sich unter Umständen an, dass Sie mir da mal eine E-Mail schicken und ich könnte dann das für Sie in Erfahrung bringen. Ich gebe Ihnen einfach mal meine E-Mail-Adresse, die ist Sven mit V, dann ein Punkt und dann Langenfeld mit Dora hinten @microsoft.com. Auf diese Art und Weise können Sie mich erreichen. Wenn Sie irgendwelche Fragen in dieser Art haben, leite ich die dann gerne an die Kollegen weiter, die für die Action Packs verantwortlich sind. Die nächste Frage, eine Frage fürs Ende, es hieß mehrmals OEM-Lizenzen wäre genauso gut wie Volumen-Lizenzen, aber teilweise deutlich billiger. Warum sollte man dann überhaupt Volumen-Lizenzen kaufen? In Deutschland stellt sich diese Frage tatsächlich öfter. In anderen Ländern ist es anders. Wir haben seit dem Jahr 2000 in Deutschland einen Rechtsspruch, der besagt, dass man OEM-Lizenzen auch unabhängig von Hardware verkaufen darf. Und das ist nur in Deutschland so. Wenn Sie also in irgendeinem anderen Land unterwegs sind, nehmen wir mal die USA, und Sie haben einen Kunden, der einen bestehenden Server hat, der sagt, er ist noch absolut leistungsfähig und ich möchte da jetzt Windows Server 2016 draufpacken, dann muss das mit Volumenlizenz passieren, weil eine OEM-Lizenz nur als Einheit mit Hardware verkauft werden darf. Da das durch dieses Urteil im Jahr 2000 in Deutschland eben nicht für Deutschland gilt und Sie eine frei erwerbliche OEM-Lizenz, das gilt für ROC und System Builder, nicht für DOEM, weil bei DOEM ist es sowieso immer vorinstalliert, aber für ROC und System Builder können Sie die Lizenzen genauso handeln wie mit Volumenlizenz. Es gibt also hier im Grunde tatsächlich keinen gravierenden Unterschied, außerdem, dass eine OEM-Lizenz, wenn sie dann einmal einer Hardware zugewiesen wurde, eine dauerhafte Zuweisung ist und wenn diese Hardware dann nach 3-4 Jahren ausgetauscht werden soll, geht die Lizenz verloren. Bei der Volumenlizenz geht sie nicht verloren, sondern Sie können hergehen und die auf einen neuen Server transferieren. Wenn man aber sagt, dass im Schnitt alle 5-6 Jahre Server ausgetauscht werden, macht es natürlich Sinn, alle 5-6 Jahre auch auf eine neue Softwareversion zu gehen und in dem Fall würde man sowieso eine neue Softwarelizenz kaufen. Also um die Frage zu beantworten, es gibt sehr, sehr wenig Gründe, wenn überhaupt, eine Volumenlizenz, eine OEM-Lizenz bei Windows Server vorzuziehen. Die nächste Frage, welche Seriennummer kann oder muss man verwenden, um das Downgrade-Recht zu nutzen? Also es geht jetzt scheinbar nicht um die Seriennummer, sondern den Aktivierungs-Key. Wenn Sie das Downgrade-Recht nutzen wollen, also Sie haben einen Standard-Server lizenziert, haben zwei VM-Rechte und wollen jetzt eine VM downgraden auf Windows Server 2008 R2, dann brauchen Sie zwei Dinge. Sie brauchen auf der einen Seite einen Datenträger, wo Sie die Bits und Bytes herbekommen für 2008 R2 und Sie brauchen auch entsprechenden Key für 2008 R2, um diesen Datenträger zu aktivieren. Bei der Volumenlizenz oder bei OEM Plus Software Assurance haben Sie Zugriff auf das VLSC, sagte ich ja, und dort können Sie sich die Bits and Bytes und Keys für ein Downgrade runterladen. Bei OEM müssen Sie als Partner bzw. der Endkunde selbst schauen, wo er diese Bits and Bytes und Keys herbekommt. Die müssen nicht im Besitz des Endkunden sein. Wenn Sie als Reseller sagen, ich habe hier einen Koffer, da sind alle Editionen, Versionen inklusive Key von Windows Server drin und ich gehe von Kunde A bis Kunde Z und helfe ihm beim Downgrade, dann ist das lizenztechnisch absolut in Ordnung, denn er hat ja das Recht für das Betreiben dieser älteren Version über die neue Lizenz erworben und diese Medien und Keys müssen nicht im Besitz des Endkunden sein.
In vielen Fällen hat der Endkunde aber bereits einen Windows Server 2008 R2 im Einsatz gehabt, möchte jetzt neue Hardware, neue Software und möchte einfach eine Instanz noch in der älteren Version nutzen. Dann kann er natürlich seine existierende Medien- und Key-Kombination weiterhin nutzen, um dieses Downgrade in einer oder beliebig vielen virtuellen Instanzen dann auf seinem Server auch auszuführen. Was er nicht darf, ist die Lizenz übertragen. Aber was er darf, ist Medium und Key zu benutzen, um einen neu lizenzierten Server downzugraden. Und wenn der Kunde tatsächlich kein älteres Medium und keinen älteren Key hat, dann verfügen unsere OEMs über sogenannte Downgrade-Kits. Da kann man für kleines Geld ältere Versionen inklusive Key beim OEM bestellen. Also hier dann einfach bei Thomas Krenn mal nachfragen und auf Downgrade-Kits ansprechen. Und die nächste Frage, wie lange kann die ESA nach dem Auslauf der 2 Jahre verlängert werden? Die Software-Assurance kann um 2 weitere Jahre verlängert werden, aber nur solange die Software-Assurance läuft. Wenn die Software-Assurance erstmal ausgelaufen ist, dann ist der Zeitpunkt der Verlängerung abgelaufen. Und der kann dann eben nochmal um 2 Jahre verlängert werden und dann aber nicht mehr. Die nächste, kann ich eine OEM-Lizenz von Windows Server 2008 R2 und die entsprechende TS Call-Lizenz dazu in eine Software Assurance übertragen? Eine Software Assurance gibt es nur für die aktuellste Version des Betriebssystems. Deshalb sehen Sie hier auf diesem Dokument, ich habe jetzt die Seite nochmal aufgemacht, sehen Sie nur die entsprechenden Software Assurance Artikelnummern für Windows Server 2016. Sie könnten heute beispielsweise nicht mehr hergehen und eine noch vorrätige Windows Server 2012 R2 Lizenz erwerben und dazu eine Software Assurance. Das ist nicht mehr möglich. Es geht immer nur auf die aktuellste in der Volumenlizenz verfügbaren Version und die ist Windows Server 2016. Die nächste Frage. Gilt bei einer Nested-Virtualisierung der 2. Hyper-V-Host, der nur die Hyper-V-Rolle innehat, als virtuelle Instanz? Also quasi eine virtuelle Maschine in einer virtuellen Maschine. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Nein, sie gilt nicht als zusätzliche virtuelle Instanz. Das sind Lösungen speziell für Testumgebungen, wo ein Kunde die Möglichkeit hat, Virtualisierungslösungen zu testen, ohne dafür entsprechend lizenzieren zu müssen. Also nein, die gilt nicht als virtuelle Instanz. Die nächste, gibt es eine andere Möglichkeit, die Windows 2008 R2 Lizenzen auf 2016 kostengünstig zu aktualisieren? Nein, es gibt keine Upgrade-Lizenz, die irgendwelche Differenzen oder dergleichen nur verlangt. Wenn Sie 2008 R2 im Einsatz haben, 2016 haben wollen, müssen Sie bei OEM wie auch bei der Volumenlizenz eine absolut neue, vollwertige Lizenz erwerben. Und die letzte Frage, wann kann eine OEM-Lizenz beim Austausch von Hardware weiterverwendet werden, zum Beispiel Borddefekt? Wenn eine Hardware kaputt geht, dann würden Sie sie normalerweise erstmal zum Hersteller zurückschicken. Der würde vielleicht die gesamte Hardware tauschen und der Hersteller, also der OEM, hat die Möglichkeit, Ihnen dann quasi die alte, verbrauchte Lizenz durch eine neue auszutauschen. Das lassen die Verträge mit dem OEM und Microsoft zu. Wenn jetzt aber beispielsweise eine Garantie abgelaufen ist, die Hardware nicht ausgetauscht, sondern vielleicht nur Teile der Hardware ersetzt werden müssen, dann ist das alles im Rahmen des Erlaubten. Die Lizenz ist per Definition an das Motherboard gebunden. Wenn Sie also das Motherboard austauschen, dann geht im Grunde auch die Lizenz verloren. Und hier sage ich halt immer, es ist eine Frage der Kulanz. Wenn jetzt sowas nach kürzester Zeit irgendwie passiert,
und das Motherboard wird einfach nur ausgetauscht, dann wird Ihnen hier kein Prüfer irgendeinen Stress machen. Wenn das Gerät aber schon 4, 5 Jahre im Einsatz war und Sie versuchen im Grunde das, die Hülle zu behalten, aber innen wird permanent alles ausgetauscht und das Motherboard ist dann dabei, dann wird der Prüfer dann irgendwann auch mal sagen, das ist jetzt nicht mehr im Rahmen des Erlaubten. Aber es hängt am Motherboard, alles andere darf jederzeit nachgerüstet und ausgetauscht werden. Das war jetzt die letzte Frage. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme beim Webinar. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auch ich bedanke mich und vielleicht sehen wir uns demnächst auf einer der Clubveranstaltungen. Schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Tschüss.